Der nächste Punkt, der jetzt kommt, ist die härteste unter Deutschlands Sonne, und zwar unsere Renate. Renate ist ein Kolkrabe. Kolkraben sind Allesfresser und deshalb meine Bitte jetzt an euch. Alles Essbare wegpacken, in den Rucksack rein, Rucksack zugemacht und draufgesetzt, denn Renate ist gnadenlos. Gelegentlich geht sie die Reihen ab und bei der Mai-Aktion haben wir gemerkt, sie steht auf rot lackierte Fußnägel. Aber heute sehe ich schon, haben wir da wenig Bedarf bei, aber seid trotzdem vorsichtig, wenn der Rabe ein wenig durch die Reihen kommt. So ein Kolkrabe ist nicht zu verwechseln mit der Krähe. Die Krähe ist nur halb so groß. Ein Kolkrabe mit einem Gewicht von fast einem Kilo ist ein durchaus stattlicher Vogel. Von hinten kommt die Dame mit dazu. Begrüßt sie euch mit dem dicken Applaus. Und, wir werden etwas mutiger. Und zwar marschiert Janine jetzt gleich durch die Reihen, damit man sich diesen Vogel mal hier... Oh, Akku leer. Ja, es ist immer ärgerlich, wenn man die Tische nicht die ganze Nacht an Strom hängt. Schaffen die es keine zwei Runden um einen rum. Renate! So, Janine wird jetzt etwas mutiger und zwar kommt sie ein wenig durch die Reihen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ducken ist nicht frei geworden hier. Junger Mann, bei Ihnen war nicht mehr viel zu holen. Sie brauchen mich nicht zu ducken. Das ist schon okay so. So ein Kolkrabe ist nicht nur sprichwörtlich intelligent, sondern diese Tiere sind durchaus in der Lage, filigranste Dinge zu tun. Glaubt es mir? Oh, da geht es wieder auf Nahrungssuche durch die Reihen. So, Renate marschiert zielsicher unter die Bänke. Nicht drangehen, bitte. Nicht drangehen. Mit dem großen, mächtigen Schnabel ist sie... Oh, jetzt geht's wieder zielsicher an den Kinderwagen. Habt ihr das gesehen? Sie weiß ganz genau, unten im Radkasten sammelt sich immer ein altes Löffelbiskuit. Mit ein bisschen Speichel wird das immer ein köstliches Mal. Schauen wir uns diesen Vogel mal aus nächster Nähe an. Besonderes Augenmerk jetzt einmal auf das Gefieder des Vogels. Das schimmert blau und violett in der Sonne. Sonne ist das kleine Licht am Himmel. Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu sehr daran gewöhnt. Es ist nämlich bald weg. Und diese Gefiederschimmer sieht man auch bei der einzelnen Feder, wenn die dementsprechend irgendwo zu finden ist. Man hört, dass unser Vogel klingelt. Der hat diese Glöckchen am Fuß. Das ist hier eine ganz praktische Sache. Sollte Renate nämlich mal einen Ausflug machen, dann können wir sie zumindest hören. Rechts am Lederriemchen ist noch eine Adresstafel dran, dieses blaue Schild hier vorne. Das ist wichtig, wenn sie bei euch zu Hause bei der Grillparty auftaucht. Ja, da ist sie durchaus gern gesehen, ja, aber man muss dazu sagen, man kann uns dann anrufen. Wir kommen mit dazu, bedanken uns ganz höflich für die Einladung. Wir kommen immer mit 6 bis 8 Personen den Vogel holen. Das müssen Sie wissen wegen dem Fleisch. Ja? Und dann holen wir unseren Vogel von ihrer Bratwurst wieder runter, wo er da so hockt. Diese Tiere sind eher eifrige Sammler als erfolgreiche Jäger und mit ihrem Schnabel sind sie durchaus in der Lage, filigrane Dinge zu tun. Das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Passt auf. Ich werfe jetzt einmal ein Stückchen Fleisch, so 40, 50 Meter hoch in die Luft. Liebe Magdeburger, das ist der Hammer, kann ich euch sagen. Der Vogel, Renate, komm mal rüber hier. Der Vogel geht dann hinterher und versucht es. Renate! Oh oh, da unten ist irgendwas Essbares, ich sehe das schon. Das hat sie schon kapiert. Renate, komm mal rüber hier! So, Renate, nicht rangehen bitte. Wir haben schon alle Fingerkuppen in unserer Sammlung. Pass auf, Renate, ich werf das Stückchen, hör zu. Ich werf das Stückchen Fleisch hoch in die Luft, du fliegst hinterher und die Menge tobt. Die Menge rastet aus. Ja, ich weiß. Achtung, Konzentration und Trommelwirbel. Stückchen Fleisch fliegt, hallo, aufpassen, fliegt hoch in die Luft, Renate hinterher und gefallen! Alle auf später gesehen, Applaus merke ich, das reißt euch nicht vom Hocker. Das kann man aber gerne zu Hause mal ausprobieren. Bei der nächsten Kaffeetafel einfach mal ein Stückchen Käse-Sahnetorte in die Luft schmeißen. Und Sahne im Mund. Liebe Kinder, das ist ein tolles Gesellschaftsspiel. Ja? Wenn euch mal langweilig ist, probiert es mal aus. Unsere Renate hat ihren letzten Flug gemacht. Rüber zu Janine, da wird sie festgehalten. So ein Tierchen wie die Renate, die könnte uns bis zu 80 Jahre lang zum Narren halten. Die hat richtig gehört, Menschenjahre. Nicht irgendwie umgerechnet oder so, sondern definitiv in Menschenjahre. Eben kam eine Dame, die sagte, bei uns die Krähen, die sehen anders aus. Die haben immer so eine graue Fläche irgendwo. Das sind natürlich Nebelkrähen, nicht zu verwechseln mit dem Kolkraben. Grundsätzlich gehören sie aber alle zu den Singvögeln.
Genauso wie Amsel, Drossel, Fink und Stach. Der nächste Vogel, der kommt.